Hallo und herzlich willkommen zurück zum Gameplay-Video mit Schwengel-Dieter. Wir spielen Safehouse Diaries, haben angefangen umzuziehen von hier nach hier. Sind mittlerweile 5 Leute, was ziemlich cool ist. Und ja, jetzt ist es gerade nachts, ihr hört schon Regen, Gewitter. Hier geht's richtig ab. Eigentlich warten wir jetzt bis zum Morgengrauen, um den Umzug zu vollenden und anschließend in dieses Haus einzudringen. So, alle Aufgaben sind verteilt, wenn ich mich nicht täusche. Nein, sind sie nicht. Okay, Virginia hat noch keine Aufgaben. Virginia, bereite uns doch mal bitte Essen zu. Moment. Ach ja, nee, die Köchin habe ich ja abgelehnt. Habe ich gerade schon gewundert. Ich dachte erst, sie wäre Köchin. Und hier... Ja, die beiden tun hier auch nichts. Verstehe. Gut. Luis nerven mich ein bisschen. Okay, Danielle und Luis nerven mich auch ein bisschen. So, die Sonne kommt heraus. Langsam. Also okay, es regnet zwar immer noch, aber darum geht's jetzt nicht. Okay, dann würde ich mal sagen, ich überlege jetzt, ob wir Kreuz und quer machen, aber nee, ich denke nicht. Ich denke, es macht mehr Sinn. So. Wir können auf jeden Fall hier einen Port einstellen, denn wir brauchen jetzt gerade erstmal niemanden. Sag mal, Gregory. Hast du aufgehört? Zu schauen, ob Zombies da sind, das ist ja eine Frechheit. So, die anderen beiden gehen jetzt wieder zurück. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Der geschärfte Baseballschläger ist scheiße, wie ich gerade sehe. Hä? Auf jeden Fall schlechter als das Ball. Hä, ist aber nicht so schlimm. Wir nehmen jetzt trotzdem mit. Und die Jacke auch. Und jetzt nehmen wir halt wie immer noch ein bisschen Krimskrams. Oh, warte mal. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier lassen. Sonst kann die Tante hier gar nichts mehr essen. Und wir müssen hier vielleicht sogar noch verhungern. Was? Jetzt können wir schon nichts mehr mitnehmen. Irgendwas sehr Leichtes müssen wir hier lassen. Achso. Ja. Seife. Also hier. Flashlight kannst du noch hier behalten, mein Bester. Ach ja, genau. Und Bottle of Spirits nehmen wir mit. Okay, wie ich sehe, beim nächsten Mal haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, da haben wir 8 zu tragen. Das heißt, da würde es theoretisch reichen, wenn ich einen hier nochmal herschicke. Müssen ja nicht immer alle zusammenlaufen. Das macht ja sonst keinen Sinn. So, dann lauft mal los, Freunde. Perfekt. Die beiden sind hier angekommen. Und damit haben wir... Moment, wie viel hatte ich jetzt gesagt? 9 oder was wir hier transportieren müssen? Wer war nochmal der, der am meisten transportieren kann? Bruce kann 6,5? Mehr sicher. Bei 6 und die hier kann ja gar nichts tragen, das heißt, das reicht ja dann doch nicht. Das ist natürlich blöd. Ja, da muss ich hier Virginia noch mitschicken. Aber die Frage ist, was kann Luis machen?
Bruce kann hier bleiben und sich mit Gregory unterhalten. Ich glaube, die beiden verstehen sich auch, oder? Ja, nennen wir es mal ja. Aber du kannst ja stattdessen, denn es regnet ja hier immer noch, halt, verbarrikadieren möchte ich. Und zwar, ja, eigentlich dürfte ich es ja jetzt schnell und laut machen können, oder? Denn es regnet ja so stark, dass hier eigentlich nichts passieren dürfte. Gut. Und ja, gut, dass ich das hier nicht vergessen habe. Die dürfen mitnehmen. Zwei Baseballschläger. Jetzt habe ich aber schon nicht mehr viel. Okay, jetzt habe ich nur noch 8 Punkte beim Zurücklaufen über. Aber die Tante kommt ja hier mit. Anne kommt ja mit. Ja, und wenn ich nachher da irgendwie Scrap überlassen muss, das ist jetzt nicht so dramatisch. Das ist ja ein Schwachsinn. Schön. Glückwunsch. Los. So. Der verbarrikadiert. Das ist cool. Und was haben wir denn jetzt hier? Wir können jetzt eigentlich alle zurückkommen. Oder was heißt zurückkommen? Den Umzug vollenden. So. Die sollen hier reinkommen. Wir nehmen alles mit. Theoretisch dürfte ich ja jetzt... Ja, perfekt. 11,25 von 14. Das klingt gut. Und danach habe ich alles. Sehr gut. Und wie sieht es hier aus? Gregory guckt und Louis verbarrikadiert. Okay. Interessant. Das Lärmlevel hier ist gering. Also es gibt wenig Lärm aus dem Store. Das ist eigentlich komisch. Weil er verbarrikadiert ja schnell und laut. Naja, gut. Sei es. Will mich nicht beschweren. Okay. Wunderbar. Alle 5 sind hier. 12 Uhr mittags. Jetzt kann ich doch durchführen, was ich durchführen wollte. Also, Anne kann auf jeden Fall mal... Ach nee. Hä? Wer ist denn jetzt so gut? Okay, Danielle ist so gut. Oder muss Louis hier raus? Louis, da weg. Danielle und aus Virginia. Moment, irgendwen will ich ja auch noch losschicken. Anne kann theoretisch modifizieren. Gregory macht das und dann kann ich Virginia und Louis, ich hoffe, die beiden verstehen sich. Ja, sagen wir mal ja. Virginia und Louis kann ich losschicken. Louis, du bist der hier und Virginia, du bist die Münze. Ja, Münzen kann man auf jeden Fall gut verwenden. Denn Münzen sind ja wirklich gar nichts mehr wert. Ich lasse sie jetzt einfach mal einbrechen, denn ich möchte ja Sachen von dort mitnehmen. Used in Rifles. Okay. Das heißt wahrscheinlich in der Submachine Gun, oder? Nein. Moment. In der Shotgun auch nicht. Oh, für die Shotgun habe ich übrigens gar keine Munition. Daran muss ich unbedingt denken. Okay, also die sollen jetzt hier mal ein bisschen leise reingehen. Oder überhaupt leise rein. Ach. Jeder kriegt eine Handgun. Kriegen sie hier einige 9mm dazu. 15, Motorradjacke und noch eine Flashlight, oder? Ja, so. Und los. Hm?
Oh, das ist interessant. Wenn Angela kommt, will Louis Louis verlassen? Aber Louis versteht sich doch gut hier. Das ist echt verwirrend. Moment. Das verwirrt mich ja total. Anne und Virginia wollen nicht, dass sie der Gruppe beitritt. Okay, das ist klar. Aber Louis auch nicht? Der versteht sich doch mit ihr. Aber Louis ist ein kleiner Störenfried. Aber Louis ist auch der, der am meisten tragen kann. Okay. Ah, sie ist schon wieder young. Das heißt, Anne wird sich nicht mit ihr verstehen. Naja, wird ja auch angezeigt. Ja. Aber sie wird gut verbarrikadieren können und durchsuchen können und sowas. Und sie wird wahrscheinlich auch viel tragen können. Ja, doch. Ja, oder? Sie ist auch noch ganz hübsch. Wenn man es nicht so richtig erkennen kann. Ah, sie hat zum Beispiel hier eine Action Rifle mit. Ja, probieren wir es mal. Obwohl, da hat er aber schon einen starken Frauenüberschuss in der Gruppe. Ja, komm. Komm, rein ins Team. Tschüss, Louis. So. Ach, verdammt. Die hat einen gebrochenen Arm. Ah. And Danielle und Virginia are not concerned about losing. Ja. Das glaube ich. Oh, auch Gregory war nicht besonders traurig. Moment. Nein, okay. Hat die mich relativ stark verletzt? Etwas bescheuert ist natürlich, dass die Tante jetzt hier alleine hingeht, ne? Also. Anne, du musst jetzt hier unbedingt mal Angela versorgen. Anne, was hast du vorher gemacht? Achso, naja, das kannst du auch danach weitermachen. So. Aha, okay. Entweed, okay. Angela ist versorgt. Sie ist jetzt hier drin, das ist allerdings ziemlich bescheuert. Sie soll ja eigentlich gar nicht hier drin sein. Weil, naja, sie ist alleine. Übrigens, ich wundere mich, wie lange es hier regnet. Es regnet ja immer noch durch. Das ist ja Wahnsinn. Okay. Angela ist doch jetzt aber versorgt. Naja, sonst wäre sie ja hier nicht. Okay. So, jetzt ist hier tagsüber. Das heißt, wenn wir irgendwo raus wollen, sollten wir es mal bald machen. Zum Beispiel in die Factory. Ja, hier hat er mindestens zwei Zombies drin gesehen. Warte, wovon habe ich denn hier wenig? Das kann ich erstmal schauen. Also, ach, das Museum. Wahrscheinlich. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie viele spannende Sachen es da gibt. Okay, hier gibt es viel zum Kochen. Ich habe eigentlich von allem viel. Und deswegen brauche ich von irgendwas mehr. Das ist immer die sinnvollste Sache. Danielle verbarrikadiert. Virginia ist unterwegs. Und Gregory. Ach, da steht sie, Anne und Angela. Die machen nix. Gut. Huch. Das war nicht der Plan. Achso, ja. Anne. So. Angela. Ach ja, jetzt habe ich ja den. Das ist jetzt Angela, verstehe. Genau. Ihr schaut jetzt erstmal nur nach, was hier so spannendes ist. Wir dürfen dazu einen Baseballschläger mitnehmen. Und die Flashlight ist ja da. Ach so, nee, das hat ja die Tante jetzt dabei. Auch du darfst den Baseballschläger mitnehmen. Darfst du den Baseballschläger mitnehmen?
und auch eine Flashlight. So, und wir können uns dann mal umschauen, was da so drin ist. Die Factory. Medium-sized Building. Ah, es hat aufgehört zu regnen. Endlich. Wunderbar. Ich meine, der Regen verursacht zwar eine geile Atmosphäre, aber auf die Dauer ist er auch echt laut. So. Okay. Es könnte ein guter Platz sein, um Equipment zu modifizieren. Warum? Warum kann ich das nicht irgendwo anders machen? Ich kann doch Sachen von dort mitnehmen. Hm. Na gut. Kein Zombie draußen. Hat nichts drin gesehen. Was ist mit dem Haus? Ein Zombie draußen. Kein Zombie drin. Sie glaubt, das Ding ist leer. Okay. Ach so, sie ist zurückgekommen. Sie ist zurückgekommen? Ach so, Anne, ja, okay. Okay. Regen ist vorbei. Okay. Virginia hat sie jetzt auf jeden Fall gekillt und kommt dann auch mal lieber wieder zurück, weil das war ja so nicht wirklich gedacht. Aber jetzt kannst du tatsächlich mal Crossbow. Am liebsten hätte ich ja mehrere Crossbows, aber bei einem Gewicht von 2 ist das nicht wirklich möglich. Scrap. Hm. Ich kann nichts davon mehr mitnehmen. Oder ich lasse einfach eine Patrone hier. Ach so, nee, da kann ich immer noch nur 0,5 mitnehmen. Ja, na gut, dann nehme ich einfach noch einen Snack mit. Für den Weg. Ein Snack für den Weg. Okay. Sie hat hier nichts gesehen. Ich überlege gerade, also auf jeden Fall muss er jetzt aufhören, hier das Ganze laut zu machen. Nee, Danielle ist es ja. Sie muss aufhören, das Ganze laut zu machen. Sie kann das jetzt leise weitermachen. Gregory, vielleicht macht das lieber Angela. Angela kann eh kaum was tragen, oder? Und Gregory kann noch mehr tragen. So. Ach ja, Anne könnte was modifizieren, aber das kann sie eigentlich auch nachts machen. Und auch das Verbarrikadieren wäre vielleicht sinnvoller nachts, oder? Ich meine, es ist jetzt 3 Uhr. Ich könnte eigentlich den Rest nochmal losschicken. Bis auf Angela. Okay. Ja, ich schicke die nochmal los hier. So. Zack. Weil hierhin gewinnt... Ach nee, warte mal. Wie? Halt. Moment. Ach so. Ja, jetzt habe ich hier schon wieder... Ah, verdammt. Das habe ich ganz vergessen. Ich dachte, die wäre schon da. Okay, jetzt muss ich wieder alles mitnehmen. Also, so. Ich weiß nicht, was ich gerade getan habe. Und ein Snack. So, jetzt nochmal. Und jetzt die 3 sollen da jetzt einbrechen und nehmen mit. Submachine Gun ist ein bisschen übertrieben, oder? Der Baseballschläger. Ja, und 2 Macheten. Das klingt gut. Dann haben sie einiges dabei. Mann, wir brauchen mal ein bisschen was zur Verteidigung. Diese Motorradjacke ist unsere einzige Sache, die die anziehen können zur Verteidigung. Naja, vielleicht finden wir jetzt was. Die brechen da auf jeden Fall erstmal ein. Okay.
eine Handvoll Zombies, die drinnen herumwandern, vermutlich. Okay. Anne isst einen Snack. Ah, perfekt, okay. Virginia ist jetzt auch da. Soll ich Virginia jetzt noch hinterher schicken? Ja, warum eigentlich nicht, oder? Komm, Virginia. Ab. Die schicke ich jetzt ohne irgendwas hinterher. Okay, wenn sie jetzt aufs Maul kriegt, ist das ein Problem. Aber ansonsten kann sie halt mehr tragen. Ja, perfekt, sie haben sie reingelassen. Ein verbleibender Zombie. Okay. Perfekt. Sie haben sie. Also einer muss hier, also einer muss auf jeden Fall, hoppala, nee. Einer muss auf jeden Fall gucken, dass niemand kommt. Dann macht das denn ja. Einer muss den Dings wegräumen, das kann Virginia machen. Und die anderen beiden durchsuchen mal die Location. So, jetzt hoffe ich mal, dass das insofern klappt, dass erstens, dass die beiden hier zusammen klarkommen. Und zweitens, dass ich jetzt nicht überrascht werde oder irgendwas. Aha, hallo, Dylan? Ah, Police Officer, den hätte ich gerne. Anne will leave. Okay, das ist ein Problem. Anne ist zwar die, die am meisten Stress macht. Das wäre top, wenn sie verlassen würde, wenn sie die Gruppe verlässt. Aber das Problem ist, dass Anne auch gleichzeitig die einzige ist, die richtig gut modifizieren kann. Ach. Nee, nee, nee. Nee, das geht nicht klar. Nee, tut mir leid. Auch wenn du ein Police Officer bist und wahrscheinlich richtig gut im Einbrechen richtig viel tragen kannst. Ach, es ist ärgerlich, aber es geht nicht. Ammunition Reloader? Was ist das denn? Ah, okay. Geil. Ach so, verstehe. Hier in der Factory kann ich also neue Patronen herstellen. Wow. 9 Buttermesser. Brutal. Pfeile, perfekt. Ja, optimal. Oh, verdammt, jetzt wird's schon Nacht. Egal, dann durchsuche ich das ganze Ding über Nacht. Und danach geht's zurück. Mhm. Factory. Oh, ein Viertel der Räume sind erst durchsucht. Ja, perfekt. Das können wir richtig auskosten. Tja, was soll ich machen? Ich muss ihn doch wieder rausschmeißen. Okay. So. Oha. Danielle was watching. Moment, wo ist denn jetzt Danielle? Danielle ist, oh, zum Glück nicht in dem Haus. Danielle hält Ausschau. Unsere Defense, die nicht vorhanden ist, hat auch nicht gehalten. Ah, okay, perfekt. Verstehe. Also sie hat geschaut und deswegen hatten die mehr Zeit, um sich zu positionieren. Schön. Okay, draußen ist ein kleiner Mob. Okay, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall mal aufräumen. Und zwar Virginia kann das ja wunderbar machen. Und da hier erst 33% durchsucht sind und verdammt nochmal, ist hier viel... Nicht schlecht. Wow.
krass. Ein Signal haben wir gefunden, um andere Überlebende anzulocken, naja. Ihr wisst, was ich meine. So. Was? Wieder? Was ist denn los? Wieder Buttermesser. Okay. Was soll denn der Quatsch? Warum werden wir denn jetzt angegriffen? Sie fühlt sich sicher im Store. Ach so, ja, okay, der Store ist ja auch sicher. Ich wollte gerade sagen, hier ist es wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Oder nicht so sicher, so. Okay. Virginia sollte hier auf jeden Fall... Ach Quatsch, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Danielle sollte hier auf jeden Fall mitschauen. Und Gregory... Ja, jetzt müssen wir hier mal was tun, sonst werden wir hier nämlich überrannt, glaube ich. Okay, die hat einiges gefunden, während sie die Körper rausgeschleift hat hier. Mann, ey. Ein Glück, dass die uns bisher noch nicht verletzt haben. Was mich fast schon ein bisschen wundert. Okay, Anne kann da zwar überhaupt nichts, aber jetzt müssen wir wirklich mal die ganzen Körper hier rausschaffen. Ansonsten... Okay, alle Körper sind jetzt erstmal gezogen. Okay. Gut. Wie viele Körper sind jetzt hier noch? Gar nichts. Gut. Leute, jetzt... Ah, Produce, geil. Ist ja krass, ey. Hier kann man jetzt wirklich Munition herstellen. Ist ja krass. Okay, jetzt sollte ich hier mal alle reinpacken, damit wir hier mal weiter durchsuchen, denn es macht ja keinen Sinn, die ganze Zeit hier rumzudümpeln. Perfekt. Jetzt kam auf jeden Fall keiner. Ja. Boah! Säge. Wow. Mann, ist hier viel zu finden. Das ist ja Wahnsinn. Ah, cool. Shotgun. Patronen. Sehr schön. Mann, ist hier viel drin. Gut. Weiter geht's. Ach, ein Glück. Ich warte nur mal auf den Krutschrubschrubsch-Sound, wenn uns wieder irgendwer hier von hinten angreifen möchte. Was aber nicht klappt, da wir ja diesmal Ausschau halten. Okay. Weiter geht's. Noch ein Signal. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, die Factory ist ja fast noch besser. Es macht ja fast, oder was heißt fast, die ist ja viel besser. Allein dadurch, dass man unendlich Munition hier hat. Okay, bisher hatten wir noch keine Probleme mit Munition. Und schon. Okay. Na super. Virginia hat hier erstmal jemanden angelockt. Okay. 78%. Also einer muss hier auf jeden Fall die Körper entfernen. So, Danielle, bitte reinigen Sie jetzt. Feeling secure, okay. Hm. Oh,
Mal, habt ihr das schon gesehen? Blut bedeutet, irgendwer hat sich verletzt. So. Okay. Was passierte diesmal? Ah, okay. Some bruising. Naja, gut. Zum Glück jetzt nicht so brutal. Also. Erstmal muss jetzt jemand versorgt werden. Anne versorgt jetzt bitte Virginia, ne? Virginia hat gerade was abbekommen. Naja. Wir werden sehen. Und die durchsucht nur, also ist jetzt nicht so dramatisch. Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht wieder. Mann, ey, Virginia ist echt beschränkt. Jetzt ist sie schon wieder über irgendwas hier gestolpert oder was? Das nervt. So. Okay. Wir haben jetzt 78% durchsucht. Haben wir die jetzt schon versorgt, die Tante? Ja, die ist jetzt versorgt, ne? Ah nee, Quatsch, immer noch dabei. Und hier. Wer macht das? Danielle kann hier. Und Virginia soll nichts machen, denn die soll ja versorgt werden. Jetzt kein Zombie. Unfassbar. And cut herself. Ist das ein Scherz? Na bravo. Meine Güte. Also wirklich. Also wirklich. Jetzt hat sie sich selbst. Da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Und das in der Zombie-Apokalypse. Leute, während der Zombie-Apokalypse, passt besser auf. Es kann wirklich nicht sein, dass ihr euch da selber schneidet. Und vor allem, jetzt wird Anne sich erstmal selbst versorgen. Ist das, macht das Sinn, dass sie sich selbst versorgt? Naja, jetzt habe ich eh keinen anderen, der sie versorgen kann. Gut, Leute, ich denke, so weit, so gut für diese Folge. Ihr habt gesehen, was so alles passieren kann. In der nächsten Folge wollen wir am besten den ganzen Kram. Okay, da müssen wir uns wirklich entscheiden. Hier können wir nicht alles rüberbringen, aber da wollen wir ein bisschen was von hier in unseren Store bringen. Und dort dann auf jeden Fall mal ein bisschen aufrüsten. Ja? Und ich denke, nach der nächsten Folge werden wir auch mal ein Resümee ziehen und uns mal anschauen, was das Spiel eigentlich so, ja, Positives sowie auch Verbesserungswürdiges bereithält. Alles klar, ich sag bis zum nächsten Mal, euer Schwengeldieter.